Jetzt habe ich 2,6780 hier, schon wieder ein Minus. Attila Tour zur EM zum Abschluss, 2,4,82 hier. Heute zum sechsten Mal E4 ging nicht. Gegen den habe ich noch nie gespielt. Der kommt mir bekannt vor vom Namen her, ich weiß nicht. Der streamt auch. Ach, die letzten beiden Partien waren schon wieder echt nur zum Aufregen. Ich glaube, man spielt das hier so. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe eine Übermacht auf den schwarzen Feldern. Es gibt ja so Springer G4-Ideen. Ich will nicht H4 zulassen. Ich glaube, muss H4 ziehen hier. König H1, König F8, F4, Springer H5 oder so, ne? Ich glaube, man muss H4 machen. Hier ist es, bevor Schwarz den macht. Weiß, meine ich. Der Läufer steht hier gut, um den zu fesseln. Springer A4 ist eine Idee. Was mache ich auf Springer A4? Läufer hier, dann F4, ne? Oder Springer A4, Läufer hier. Okay, hier dachte ich König F8. Ja, aus der Fesselung raus. Und wenn F4 kommt, dann habe ich Springer H5. Er nimmt raus. Okay, aber das... Ja, wieso nicht, ne? Wieso nicht? Hm. Ich spiele aus dem Gefühl heraus Springer E7. Vielleicht mit der Idee Läufer D4 hier. Vielleicht mal F5, H3 auf der Diagonale Schwächung machen. Wo kann der Springer hin? Wo will ich den Springer haben? Den hätte ich gerne hier eigentlich, um das zu drohen. Da komme ich aber nicht hin. Ist Läufer D4 eine Idee? Springer E2, Läufer B2, Turm B1, Läufer A3. Sieht eigentlich okay aus, aber Läufer D4, Springer B5, Dame B6, Springer D4, Dame D4. Machen wir A6 hier. Droht so ein bisschen Läufer D4. F5 ist immer eine Idee. F5, ne? Ja, aber dann habe ich aber den. Schwierige Stellung. Ja, hier dachte ich Läufer D4. Okay. Das ist alles gedeckt. Ich muss hier keine Angst haben. F6 ist gedeckt. Jetzt habe ich aber Springer G6 sogar. Oder Läufer E5 erstmal. Komm, Läufer E5 erstmal, droht eventuell hier. Und dann Springer G6 im nächsten. Na, da kann er auch hin, ne? Er will nach G4, ne? Was mit Springer F4 hier? Greift den Läufer an. Ich greife den B2 an. Dann gehe ich wieder nach E7 im König, oder? Ah, den Springer lasse ich einfach so stehen da, wenn er auf... Ah, er droht aber Springer F6 irgendwann. Ne, ich mache König E7 im nächsten. König E7. Und wenn der Läufer wegzieht, dann tausche ich einfach die Türme. Vermute ich mal. Das droht nix. Wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, das droht nix. Warum bin ich so langsam? Okay, das ist nett, dass er so spielt. Ich muss schneller spielen.
Eieiei. Unglaublich. Oh, was für ein Glück. Was für ein Gezocke. Die Variante ist gut für Schwarz. Ich meine, ich habe das bis hierhin ungefähr analysiert. Nicht H4, König F8 sofort. Aber dann spielt er doch H4 hier. Ah ne, da kommt Springer G4, dann ist sofort gewonnen. Um Gottes Willen, ey, das kann man auch sehen. Das ist schlecht, nicht H4. König F8 sofort. Und man nimmt tatsächlich raus. Und dann König H1. Dann habe ich aber ein Tempo gespart bei der ganzen Geschichte. Wobei am Ende sagt die Engine trotzdem den. Ist also eher Zugumstellung. Okay, den, 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 den. Der Engine gefällt es etwas besser für Schwarz, aber es ist immer so schwierig zu spielen mit so einem König. Ja, H3 ist wichtig, ne? Was habe ich gemacht? Ich hatte hier nicht so den Plan, ehrlich gesagt. Okay, hier Läufer D4, Dame. Na, F5 ist wohl ein Fehler, weil er das Feld hergibt. Aber ich denke zu lange nach, auch häufig, ne? Hier stehe ich klar besser, sagt die Engine. Oh, Springer H5, ey. Mit der Idee Springer G3. Ach, Mann. Boah, ist das gut für mich. Auf den schwarzen Feldern. Oi, oi, oi. Ich sehe vieles nicht. Springer H5 ist gewonnen, sagt die Engine. Na, schon wieder wenig Zeit. Dann wird wieder irgendwas gespielt. Läufer C4 ist ja auch so ein Haubentaucherzug. Und dann tue ich mich so schwer in diesem Moment. Ich habe Springer H5 die ganze Zeit nicht gesehen, ne? Der Bauer ist schwach, ne? Vor allen Dingen hier. Warum nicht Läufer D4 Schach? Dann kommt der König nicht raus. Das war nur noch doofes Gezocke. Ja, jetzt wird völlig unklar. Jetzt versuche ich mit dem König was zu machen. Na, ich stehe immer noch etwas besser angeblich, aber jetzt nicht mehr. Ich habe Glück, dass er das hier so ein bisschen einstellt mit den Bauern da. Aber er hat natürlich einen fetten Bauern. Den muss ich aufhalten. Na, König B2 ist besser. Ich gehe dahin. Springer D7 gewinnt jetzt. Ja, Läufer F1 Schach, okay. Ja, okay, das ist jetzt sowieso nur noch doofes Gezocke irgendwie. Ne? Jetzt ist ausgeglichen. Und jetzt macht er den Blödsinn. Naja, gut, Springer A4 ist der einzige Zug, der Remis hält, warum auch immer. Wegen dem hier. Ja. Ja, aber am Ende war es einfach nur noch Glück.